Ich habe mal wieder eine neue Lieferung von Temu bekommen. Die haben ja da auch ganz tolle Silikonformen und da konnte ich jetzt nicht widerstehen. Ich musste da ein bisschen was haben für Weihnachten oder Herbstdeko und ich zeige euch mal, was ich da alles bestellt habe, was jetzt gekommen ist und ich habe es einfach auch schon mal gegossen, damit ihr seht, an der Form sieht man ja immer nicht, was das ist, aber wenn man das gegossene Teil sieht, dann kann man sich das besser vorstellen. Als erstes hatte ich da so Formen gefunden. Einmal hier so eine Baumscheibe. Eine Baumscheibe kann man sich ja eigentlich immer kaufen, um da eine schöne Deko mit zu zaubern. Will ich mir immer wieder eine kaufen? Weiß ich nicht. Und dann habe ich die Baumscheibe gesehen und habe gedacht, ja, kann man sich dann immer wieder gießen. Kann man immer wieder toll für Deko-Zwecke nutzen. Und dann gab es dazu noch eine Form. Das sollte so ein Baumstumpf sein. Gut, kann man sich jetzt erst vorstellen, wenn man es gesehen hat. Ich habe jetzt hier die Baumscheibe gegossen und einmal auch den Baumstumpf. Da hatte ich jetzt eigentlich gehofft, dass da vielleicht ein Teelicht reinpasst, aber das ist so komisch verbogen. Dieser Baum hätte ein bisschen runder sein müssen. Warum der da unten so verbogen ist, weiß ich nicht. Ist ein bisschen schade, aber als Deko kann man da immer noch was zaubern oder für Deko. Also ich fand es ganz niedlich. Ist mal was anderes. Vielleicht kriegt es ja irgendwie noch gelöst, dass ich da vielleicht doch ein Teelicht oder vielleicht ein anderes Licht reinkriege. Mal sehen, was ich damit für Deko mache. Dann habe ich eine Form gefunden und die sind da jetzt alle aus einem ganz weichen Silikon immer. Da sieht man jetzt nicht, was das sein soll. Aber wenn das Teil gegossen ist, ich habe auch erstmal überlegen müssen, Mensch, was hattest du da alles bestellt, dann ist das ein kleiner süßer Igel. Und den kann man zum Beispiel schon mal auf so eine Baumscheibe draufsetzen. Sieht doch süß aus. Wenn man da noch einen Pilz nebenstellt, hat man schon eine schöne Deko. Man muss das natürlich vielleicht ein bisschen anmalen. Aber ansonsten sieht doch das schon richtig süß aus. Dann habe ich diese Form hier gesehen und habe mir gedacht, ja, könnte man bestimmt die brauchen. Ist ein Tannenzapfen. Jetzt ist auf dem Bild immer nicht so recht zu erkennen gewesen, wie sieht der Tannenzapfen nun aus. Da sind mehrere Bilder zu sehen. Mal sind das glatte Zapfen, die so anliegende Teile haben. Mal sind das so welche, die so abstehen. Ich habe das jetzt erstmal gegossen. Und jetzt sieht man hier, also ist nicht perfekt geworden. Ist auch der erste Guss, da habe ich bloß einen Rest drin gemacht. Aber man sieht, dass das ein Tannenzapfen darstellen soll. Und auch den Tannenzapfen kann man jetzt hier auf die Baumscheibe mit draufstellen, den Igel daneben und schon hat man auch wieder eine tolle Deko. Also man kann mit diesen Formen richtig schöne Sachen zaubern. Hier habe ich dann jetzt so eine kleinere Form, die wollte ich aber so klein haben als Deko und habe das Teil natürlich auch gegossen und das ist eine kleine Eule. Und auch die Eule passt wieder zu dem Baumstamm, deswegen hatte ich mir das ausgesucht. Kann man jetzt hier zum Baumstamm daneben setzen oder draufsetzen, kann wieder so einen Tannenzapfen daneben machen. Gut, jetzt ist das Verhältnis von Tannenzapfen zu Eule ein bisschen fragwürdig, aber mein Gott, das ist Deko. Es muss ja nicht so sein, dass das jetzt nach größenmäßig hinhaut. Man kann ja auch neben die Eule einen Pilz setzen. Dann hat man aber auch nicht gerade so die richtige Größe oder das Größenverhältnis, aber ist egal, Deko muss schön sein und nicht originalgetreu. So, dann hatte ich eine Form gefunden, da hatte ich schon mal einen kleinen Wichtel gefunden und habe jetzt dazu die Wichtelfrau gefunden. Also ein Wichtel braucht auch eine kleine Frau. Und jetzt habe ich dazu auch die Frau und damit kann man auch wieder schöne Sachen zaubern. Die kann man auch wieder auf das Tablett stellen, die ich da immer so gegossen hatte. Ich zeige euch das gleich mal. So hatte ich schon mal angefangen, eine kleine Deko für Weihnachten zu zaubern. Dieser Wichtel hier ist, glaube ich, auch von Temu gewesen. Und jetzt kann man dem Wichtel, dem ich jetzt hier schon mal eine rote Mütze verpasst habe, auch noch ein Mädchen dazusetzen. Kleine Teelicht, man kann das noch bestempeln, bemalen. Man kann auch so einen Igel dazusetzen zu den Wichteln hier. Das ist, da kann man ja nur wieder spielen, wie man will. Oder eine kleine Eule oder ein Pilz oder sonst was. Das passt immer alles schön zusammen, habe ich mir gedacht. Und deswegen hatte ich mir diese Form bestellt. Und die Wichtel sind ja wohl edel. Sind aber richtig cool. Ja, und dann hatte ich noch eine Form gefunden, da habe ich mir gedacht, boah, die brauchst du unbedingt. Die muss unbedingt noch mit in den Warenkorb. Jetzt kann man hier auch wieder nicht so recht erkennen, was das ist. Aber schaut mal hier, das ist ein Löwe mit einer Krone. Also ich finde den edel. Schönes Teil, muss mir bloß was einfallen lassen, was man da jetzt als Deko machen kann. Aber ein Löwe sieht immer schön aus und den brauchte ich unbedingt noch mit.
Dann gab es noch so eine Form hier mit kleinen Eichhörnchen. Die habe ich jetzt noch nicht gegossen. Die möchte ich nämlich aus Resin machen, aber aus flexiblem Resin. Und habe mir gedacht, dann kann ich die vielleicht hier auf diese Teelicht draufkleben. Also der hier passt vielleicht gerade so. Muss ich mal gucken. Oder ich habe ja auch größere Teelichter, dass dann so ein Eichhörnchen damit drauf passt. Ein bisschen Baumstamm und sowas, so als Deko. Ja, dafür hatte ich mir das eigentlich gekauft. Diese Teelichter gibt es ja in verschiedenen Höhen zu kaufen. Also kann man in verschiedenen Höhen gießen. Und da ich mir gedacht, das ist eigentlich so für den Herbst eine schöne Dekoration. So, hier habe ich jetzt nochmal so eine weiche, wabbelige Silikonform. Aber das ist cool. Also man muss manchmal was dagegen stellen, damit es nicht umfällt. Ist mir so aufgefallen. Aber man kriegt die Teile da richtig super raus. Und die sind wirklich detailgetreu, richtig schön. Das ist dann hier der gegossene Weihnachtsmannkopf. Da bin ich jetzt noch am Ausprobieren, dass ich hier oben wieder ein Loch reinkriege. Da habe ich solche Eingießtüllen, die kann man dann hier unten so reinstellen. Dann das Material drauf gießen und dann hat hier der Weihnachtsmann hier oben ein Loch drin und man kann da eine Kerze reinmachen. Fand ich auch ganz niedlich. Also ist ein wunderschöner Kopf, den man schön für Deko nutzen kann. Da kann man auch wieder einen schönen Adventsgesteck oder sowas draus machen. Ja, ihr Lieben, ich denke mal, das war's dann alles. Es reicht ja auch. Das ist schon wieder eine ganze Menge, was sich hier so angesammelt hat. Also, ich kann bald einen Laden für Formen aufmachen, aber wenn man schöne Deko zaubern möchte, Rosi! Wenn man schöne Deko zaubern möchte, dann braucht man auch ein bisschen Material oder gutes Werkzeug. Achso, ich habe hier noch eins vergessen. Hier ist noch ein Teil, da ist ein Schneemann drin, den man dann so rum, Rosi, den man dann so rum hinstellt und gießt. Und dann ist das eine kleine Schneemann-Dose nachher am Ende. Den möchte ich immer mit Resin füllen, dass der so ein bisschen durchsichtig ist. Und ja, das war, glaube ich, jetzt das letzte Teil. Also es sind alles schöne Sachen. Guckt da mal rein. Viele Sachen findet man jetzt auch bei Amazon in dieser Richtung. Dann muss man halt immer eingeben, was man sucht. Silikonform Tannenzapfen, Silikonform Wichtel oder was auch immer. Und dann findet man das auch. Man muss das nicht unbedingt bei Temu bestellen, aber da sind die Preise immer so verlockend. Die Lieferung geht ganz schnell. Also man kommt da immer wieder in Versuchung. Wenn man, das ploppt einfach so auf bei mir auf dem Laptop und dann guckst du da mal rein und sagst, oh, ja, das möchte ich gerne wieder haben. Und bei den Preisen, da sagst du, gut, bestelle ich nochmal. Ja, man macht viele Geschäfte hier in Deutschland bestimmt kaputt damit, aber in Deutschland habe ich sowas noch nicht gefunden. Es gibt einfach keine Firmen, die sowas herstellen in Deutschland. Sonst würde ich vielleicht auch dahin gerne überwechseln, aber dann kostet so eine Form gleich wieder 40 Euro. Also wenn man da bei eBay guckt, die verkaufen da solche Formen für, was weiß ich, 30, 40 Euro, da wird mir richtig schlecht. Während man diese Sachen hier in China für 2, 3 Euro kriegt oder vielleicht 5. So ihr Lieben, schaut da vielleicht mal rein, wenn ihr wollt. Wenn nicht, lasst es einfach. Ich habe wieder ein paar schöne Sachen. In diesem Sinne, bleibt weiterhin neugierig und schaut wieder bei uns rein, was ich damit zauber, alles Schönes und was wir finden und machen.